Tja, haben wir noch irgendwas? Guck mal, Harvey, ich kann die Kleiderbügel aneinander hängen. Das ist genial. Wenn das öffentlich wird, wird niemand mehr die einfachen Kleiderbügel benutzen. Ich frage mich, ob das jetzt schon ein Gruppenticket für den Wäschelift ist. Ich glaube nicht, dass es einen praktischen Nutzen haben sollte. Es zerstört das Kunstwerk. Okay. Na, dann bin ich mal weiter am Beklicksen. Das haben wir alles noch nicht beklickst. Hier, jetzt haben wir doch hier mit Ketchup und Senf. Ah, die sind jetzt an verschiedenen Sachen. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerungen durch ein tomatiges Aroma bereichern? Nein. Gut, dann nicht. Hier können wir also nichts beklicksen. Gut, dann wieder runter. Heute eine große Wanderung. Eine Wanderung, die ist lustig. Hallo, Mann, mein Lieber. Wie kriegen wir dich dazu überredet? Tja, in den Aufenthaltsraum. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Oh oh. Da können wir auf jeden Fall mal hin. Ich bin doch nur zu Besuch. Immer dieselben Sprüche, Fräulein. Der Doktor, du kommst was noch. Du hast, du bist, oder? Ich hab... Alle. Na was? Müsste ich... So, jetzt sperr uns ein. So, und hier... Ja, vielleicht können wir zu König Adrian hin. Ich kann mit denen wieder reden. So, du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Allerdings. Wie ich es vorher gesagt habe. Bist du bereit? Für eine weitere Niederlage. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm oder Kopf. Natürlich ist es Zahl. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen. Das ist falsch, das wissen wir noch. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Ja. Na ja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Rot. Rot. Wow. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so... So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Haben wir ihn jetzt therapiert oder was? Zweimal hintereinander von einem und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es so wieder. Auch eine Lösung. Vielleicht gibt uns jetzt eine Materie. Genau. Hey. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Du kannst mir die Medaille geben.
ja. Eine goldene Medaille? Aber sicher. Okay, das ist ja, ja okay, verstehe. Aber ich ziehe dann mal wieder von. Okay, vielleicht will uns der Aloman jetzt. Warum sollte helfen. Ich den wieder hergeben? Ach, verdammt. Mit Adrian haben wir uns unterhalten. Tja. Ist jetzt therapiert, so, oder? Wie bist Ich will es noch einmal. Versuch es nochmal. Sozial. Kopf. Okay, es klappt nicht. Warum verliere ich ein... Mach dir Knie. Ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends auf okay, jetzt dem erzählt Dach uns seine Geschichte. Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Und dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Okay. Um nochmal. Was wirfst du als nächstes? Oh. Wann ist dieses Okay, jetzt wissen wir, dass das eine Sache für Blitz hat. Vielleicht. Jetzt. Warum sollte ich den wieder. Tja. Irgendwas habe ich hier wirklich dramatisch vergessen. Den Adrian haben wir jetzt überzeugt. Den haben wir jetzt eigentlich therapiert. Den haben wir jetzt. Jetzt wissen wir, dass. Das Formular vielleicht. Gehst du für mich zur Therapie? Heute nicht, nein. Die Therapie, die heute stattfindet, ist eine Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Von den Problemen dieser Fachidioten bekomme ich Fußpilz. Na, Fußpilz. Das ist ja ziemlich speziell. Guck mal, ich habe einen Abdruck des Generalschlüssels. Denkst du, dass dich all die Anstrengung letztlich befreien wird? Das denke ich. Du solltest dich zunächst darauf konzentrieren, in deinem Innersten frei zu werden. Du meinst pupsen? Vielleicht kannst du mich irgendwie... Oh Mann. Ich muss den irgendwie zu dem... Ich glaube, der ist auch so bereits gut isoliert. Ich muss dem zu dem Raum locken. Gut, reden wir nochmal mit ihm vielleicht. Hey, hallo, Ed, was für dich? Ich hab noch eine Frage. Schieß los. Kannst du mir helfen? Ah, sehr gut, schlagen? Ja, jetzt. Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst, aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Den wollte ich dir die ganze Zeit schon geben. Der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel.
Ist ein Deal. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Hier, bitteschön. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf. So, ich habe hier einen besseren Kleiderbügel für dich. Hier. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Aber Kindchen, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Ich habe noch einen anderen. Du musst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Ach, das ist doch doof. Sag das dem Kontrolleur. Es ist sein System. Okay, Bügel 1 habe ich auch hier. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. So, na dann, auf. Wir haben noch einen Bügel. Zack. Bügel Nummer 2. Zack. Ran da. Und ab zur Schocktherapie. Da kommt der nächste Ausgang. Gut, noch ein zweiter. Und los geht's. Dum-di-dum. Dum-di-du-di-dum. Da kommt der nächste Ausgang. Sehr gut. Hier hoch. Dadurch. Da hoch. War doch hier, oder? Speichern kurz mal. Wo waren? Ja, da, der Raum war da oben. Ja, genau, da müssen wir hin. Durchs Treppenhaus. Und der arme Mann wird dann hoffentlich dort sein. Und zack. Hinauf. Hier hinein. Sehr gut. Hallo, Adoman. Sehr gut. Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Allerdings. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Wohl nicht, aber... Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Na toll. Ich glaube, wir lassen es lieber bleiben. Ich würde es lieber später verschieben. Ich habe ja noch einen wichtigen Termin. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich. Zu spät. Zu spät. Ui. Hübsch. Brezel. Na, das war ja was. Okay, jetzt haben wir dieselben Fähigkeiten wie Adrian, der König des Aufenthaltsraums. Ja. So, zurück hier. Nochmal mit dem Bügel. Ah, nein, warte, wir können es doch ganz einfach, können wir die Abkürzung nehmen, müssen wir jetzt nicht wieder Wanderungen durchs ganze Haus machen. So, ja, zack. Oh. Hey, dir. Ich bin der Neue. Immer der, du kommst noch dort. Du, oh, ich. Alarm. Müsste ich. Ist ja sehr gut, da wird ich hin. Das habe ich wohl ver. So. Mal kurz speichern. Speichern. Sehr gut. Und rein zu dir. Du kannst nicht mehr gewinnen. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie? Bist du bereit?
Jo, ich will es nochmal versuchen. Ich will es noch einmal. So, Sko. Kopf oder Zahl? Zahl. Tatsächlich. Ah. Nice. Jetzt ich. Wir haben gewonnen. Ich tippe auf. Oh. Ja. Oh. Wie was? Heißt wohl, ich behalte die Medaille. Verdammter Spielverderber. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir kein Mir. Ja, dann. Okay, das nochmal. Ich hatte und mein Hals. Ich dann was genau. Aber. Eine Gold. Aber. Wieso? Ja. Naja, nur. Aber was. Um nochmal. Wann ist dieses Gespräch. Oh. Tja. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Okay, aber jetzt. Kopf. Kopf. Tatsächlich. Kopf. Jetzt ich. Wieso jetzt? Ich tipp. Was ist das? Das ist Kopf. Das kann nicht sein. Es. Du liegst falsch und ich richtig. Was hat das zu bedeuten? Dass ich jetzt der König bin. Ja. Zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Nice. Wow. Die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Erfolg freigeschaltet. Königin des Aufenthaltsraums. Sehr gut. Wir haben jetzt eine Goldmedaille. Könnt ihr jetzt zu einem Generalschlüssel einschmelzen lassen. Aber wir reden nochmal mit. Drogelbecher. Was sagst du? Gram gebeugt? Tja. Da lasse ich ihn wohl lieber noch einen Augenblick in seinem Elend allein. Bevor ich auch noch meinen rechtmäßigen Thron einfordere. Okay. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein Topf. Drogelbecher. Der steht dir nicht zu? Wie meinst du denn das? Drogelbecher. Aha. Na dann. Seltsam. Okay. Tja, okay, dann mal. Lassen wir uns die Medaille einschmelzen. Okay, hier geht's nicht lang. Ich würde aber dann auf jeden Fall, während ich mich auf den Weg dorthin begebe, auf den langen Weg durch das Verschliffsystem, würde ich diesen Part schon mal beenden. Würde ich mich dann schon mal verabschieden, während ich das mache. Haben wir heute einiges geschafft. Das speichere ich hier auf jeden Fall nochmal ab. Dass wir jetzt die Medaille haben. Das ist was wert. Sehr gut, und dann sind wir schon so kurz vor dem Generalschlüssel. Sind wir so kurz davor, dass wir jetzt endlich mal raus können. Aus dieser Irrenanstalt. Können wir endlich mal ausbrechen. Bricht Edna endlich mal aus. Ja, im nächsten Part dann Generalschlüssel machen und raus hier. So sieht's aus. Und los geht's. Wir müssen noch eins weiter. Naja, Däumchen nach oben sollte euch dieser Stream gefallen haben. Däumchen nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Im nächsten Tag ja zum Parts verarbeitet. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, lief doch heute ganz gut. Ohne Abstürze und ohne. Ja, haben wir einiges geschafft. Ohne Fehler. Na denn. Hier müssen wir hin. Abonniert diesen Kanal und schaut mehr Videos. Und ja, man sieht sich im nächsten Part wieder, im nächsten Stream, nächste Woche. Im nächsten Stream nächste Woche oder im nächsten Part gleich morgen. Nachdem ich das ja, also irgendwann, also wenn ich mit diesem Stream-Projekt fertig bin, für die Leute, die es noch nicht wussten, verarbeite ich das dann zu Parts und dann
Also entweder nächste Woche im nächsten Stream oder morgen im nächsten Part. Na dann, hier machen wir Schluss. Hier können wir im nächsten Part dann gleich ganz zu Beginn mit dem Schlüsselbrennen anfangen, mit dem Thronbrennen hier. Ja, machen wir uns einen Generalschlüssel. Gut. Hier nochmal gespeichert. Sehr gut. Na dann, macht's gut.